Sie sind hier, 1. Juli 2018, 17.45 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Andy Murray musste eine lange Verletzungspause einlegen. Urheberrecht Getty Images. Andy Murray tritt nicht bei seinem Heimturnier in Wimbledon an. Das Grand-Slam-Turnier kommt für ihn nach langer Verletzung zu früh. Großbritanniens Tennisstar Andy Murray hat seinen Start beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon kurzfristig abgesagt. Nur zwei Wochen nachdem er beim ATP-Turnier im Londoner Queen's Club sein Comeback nach rund einjähriger Verletzungspause gegeben hatte, zog der schottische Champion von 2013 und 2016 zwei Tage vor seinem Erstrundenmatch gegen den Franzosen Benoit Paire mit Verweis auf seine langwierige Hüftverletzung zurück. Schweren Herzens muss ich bekannt geben, dass ich meine Teilnahme absagen muss, schrieb der 31-Jährige in einem Statement auf seiner Facebook-Seite. Ich habe große Fortschritte gemacht in den letzten 10 Tagen, aber nach intensiver Diskussion mit meinem Team sind wir zu dem Schluss gekommen, dass 5 Satzmatches im Genesungsprozess etwas zu früh für mich kämen. twitter.com/Wimbledon-Status-1019344490777044584 Murray, der sich im Januar an der Hüfte hatte operieren lassen und in der Weltrangliste nur noch die Nummer 156 ist, hatte am Montag beim Vorbereitungsturnier in Eastbourne gegen den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka, Schweiz, den ersten Sieg seit seiner Rückkehr auf die Tour gefeiert. Im Achtelfinale hatte der zweimalige Olympiasieger später jedoch gegen seinen an Nummer 2 gesetzten britischen Kollegen Kyle Edmund verloren.